Fans und Freunde der Vienna, heute wieder mit so einem besonderen Vlog, und zwar geht es wieder um das Fanfotobuch. Heute ist ein ganz besonderer Moment, denn heute übergebe ich der Karin alle Bilder und Texte von euch und sie beginnt heute mit dem Layout des Buches. Und ja, ein ganz, ganz spannender Moment für mich, denn die letzten Wochen habe ich damit verbracht, die Bilder herzurichten. Viel retuschiert habe ich nicht, aber natürlich angeglichen und euch gut ins Bild und in Szene gesetzt. Und danke an jeden von euch, der die Texte bereits geschickt hat. Das wird jetzt zusammengefügt zu einem Buch und wir mal schauen, wie viel da zusammengekommen ist. Karin hat schon ein bisschen ein Probelayout gemacht und das werden wir uns heute anschauen. Ja, wenn ihr euch fragt, was ich hier für ein besonderes Polo trage, ja, das war das Super Sonder Edition RLO Meister 2016-2017. Ich war dabei. Polo, das ich herausgebracht habe, und ja, trage ich immer noch mit Stolz, obwohl es noch einige Zeit dauern wird, bis wir wieder in der RLO spielen werden. Aber ja, mittlerweile schaut es ja ganz gut aus, dass wir zumindest die Wiener Liga 2 im Griff haben, und schätze mal, nächstes Jahr werden wir da auch Meister werden und in die Wiener Liga 1 aufsteigen. So, ich treffe mich jetzt mit der Karin im Fräuleins hier in der Lerchenfelder Straße. Freue ich mich auch schon besonders da. Ein sehr, sehr nettes Lokal hier. Schaut mal vorbei, wenn ihr in der Nähe seid. Ja, werden wir mal sehen, was die Karin schon so alles vorbereitet hat. Und ich freue mich natürlich schon ganz besonders, ihr die Bilder zu überreichen. Jetzt ist es sozusagen mein Part zu Ende. Das heißt, ich gebe die Bilder und dann macht sie hoffentlich ein schönes Layout daraus. Also Leute, schaut euch das an und kann man wie ein. Ja, liebe Vienna Fans, jetzt ist es endlich soweit. Hier sind alle Bilder drauf. Ich glaube, es sind um die 70 Personen, die wir fotografiert haben, und auch die Texte sind hier drauf. Danke, dass ihr so zahlreich mitgemacht habt bei diesem Projekt. Karin, darf ich dir die Bilder überreichen? Dankeschön. Jetzt geht es darum, das Buch zu layouten und ja, in einen schönen Rahmen zu geben und das schön umzusetzen. Ich freue mich auch schon sehr auf das Ergebnis. Ein paar Sachen habe ich schon sehen können und ja, schaut wirklich sehr, sehr toll aus. Jetzt kommt sozusagen der letzte Schliff. Wann schätzt du, wird es fertig sein und jetzt gedruckt werden? Ich schätze, dass wir also in Händen halten, werden wir es wahrscheinlich Ende November. Wahnsinn, Ende November ist es soweit, meine Lieben. Also so circa bei den letzten Spielen, gut vor Weihnachten. Also wenn ihr noch ein Weihnachtsgeschenk braucht, hier gibt es dann bald ein passendes dazu. Und danke an den Alex Pollack für den Titel, für die Titelidee. Wir haben das ein bisschen adaptiert, aber wir werden es in ungefähr umsetzen. Verraten wir natürlich noch nichts. Das ist das große Geheimnis und lasst euch überraschen, aber ich glaube, es wird recht gut rüberkommen. Ja, jetzt werden wir noch ganz kurz besprechen, wie wir das Buch umsetzen, wie das ein bisschen gestaltet wird, Texte und so weiter anschauen. Ja, meine Lieben, ein paar Texte fehlen noch. Gassi, bitte schau da endlich dazu, schreib endlich den Text. Die möchte ich unbedingt im Buch drinnen haben, denn nur Leute mit Bild und Text können im Buch drinnen sein, und wäre toll, wenn wir da wirklich komplett und eine schöne große Vienna Family in diesem Buch vertreten haben. Also, hier sehen wir schon die ersten Bilder und ja, freue mich schon sehr auf die ersten Vorschläge. I let my guard down, jumped in the wrong crowd. There are wolves out there in the fog. Look me in both eyes, no one's a good guy. There are wolves among the dogs. Liebe Freunde der Vienna, die ersten Sachen, die ich schon gesehen habe, es sieht ein Traum aus. Leute, seid gespannt und seid erfreut und vor Freude. Das wird toll werden. Wir haben jetzt gerade bestimmt, welches Papier wir nehmen, welche Schriftarten wir nehmen, wie das Layout ausschauen wird und so weiter. Also wow, es ist einfach so schön zu sehen, was in den letzten 13 Monaten entstanden ist, vom ersten Foto ja, bis zum hoffentlich bald fertigen Layout. Und ich bin so ganz überglücklich, dann Ende November das fertige Buch euch präsentieren zu dürfen. Meine Lieben, ich würde gerne eine große Präsentation machen. Bitte schreibt mir unten in die Kommentare oder bei Facebook eure Vorschläge rein. Wo können wir hier in Wien eine schöne Präsentation machen? Natürlich sollte es kostengünstig sein, am besten gar nichts kosten. Aber ein schöner Platz, wo wir eben dieses Buch, dieses
Fanfotobuch schön präsentieren können und damit ihr eben einen schönen Rahmen habt, wo man dieses Buch eben schön, ja, der Öffentlichkeit zeigt. Also ich bin noch immer sprachlos. Es ist einfach toll, was da alles zu sehen ist und wie das schön entstanden ist vom Kopf durch die Kamera hier auf dieses Tablet, auf dem Computer eben das fertige Produkt zu sehen. Meine Lieben, bitte schreibt mir eure Meinung rein, schreibt mir in die Kommentare rein, wo wir diese Präsentation machen können, beziehungsweise wie ihr euch das vorstellt, bringt euch da ruhig ein. Dann sage ich halt danke, Karin, danke für deinen tollen Einsatz, danke für deine Zeit. Es ist wirklich wahnsinnig viel Zeit, die in dieses Buch gesteckt worden ist. Und ich weiß, dass das sehr, ja, viel Freizeit ist, neben der Arbeit dann noch sozusagen hier ein schönes Layout und dann die Fotos auch umzusetzen. Und das kann man nicht hoch genug bedanken. Meine Lieben, liked das Video, wenn es euch gefallen hat, abonniert den Kanal, schreibt mir eure Meinung in die Kommentare und bis zum nächsten Mal. Kann man wie erinnern.